So, nachdem wir unseren ersten Ausflug ins Timeless mit Is It Finis gemacht haben, gehen wir jetzt über zu Sultai Midrange. Und damit herzlich willkommen zum neuen Solaris Climb the Ladder im Timeless-Format Sultai Midrange. Also ich meine, wenn ihr euch die Deckliste anguckt, guckt euch mal an, was hier an Power drin ist. Wir spielen Oko, Thief of Crowns, wir spielen Uro, Titan of Nature's Wrath, Orcish Bowmaster natürlich, viermal dabei, Deathrite Shaman, Delighted Halfling, um in die Legendaries reinzurampen, Fatal Push als Removal Spell, Stern Scowling, sehr, sehr, sehr guter Counterspell in dem Format, weil alles ein oder zwei Toughness hat oder ein oder zwei Power hat. Brainstorm natürlich mit Fetchlinen zusammen, Mishra's Bauble, ich glaube, es gibt kein Deck ohne Mishra's Bauble in dem Format, Memory Lapse als Counterspell, Demonic Tutor findet uns alles und Treasure Cruise natürlich, um dann wieder Handkarten aufzuziehen. Ja, ein sehr, sehr schönes Deck. Der Gameplan ist einfach, naja, es ist ein klassisches Midrange-Deck. Ja, man versucht halt, gute Threats zu legen und hat gute Removal und effiziente Karten. Und das machen wir in den Sultai-Farben. Das machen wir mit dem Stärksten, was, ist, was sozusagen auf dem Markt ist. Mir gefällt die Deckliste sehr, sehr gut. Es lief auch einigermaßen okay, muss ich sagen. Ich habe es einmal im Stream getestet, da war ich ganz zufrieden mit. Ich muss sagen, mir macht Is It Finis ein kleines bisschen mehr Spaß, aber das ist also einfach mal so Oko und Uro und sowas hinzulegen, ist natürlich auch relativ sexy. Im Sideboard spielen wir, wie ihr seht, wir haben hier keine Thought Seizes, keine Inquisitions. Im Sideboard haben wir zwei Thought Seizes, mehr nicht. Boseiju, um zum Beispiel Titan 4 zu besiegen, Damping Sphere gegen sowas wie Phoenix, da ist aber auch der Graftiger's Cage für Tormod Script ist da, weil Phoenix halt ein großes Problem ist. Gegen andere Decks, die Counterspell spielen, haben wir Veil of Summer und Test of Talents ist halt auch eine sehr schöne Counterspell. Sheodred's Edict, manche Leute spielen tatsächlich Geist of Strength Draft im Timeless-Format. Man muss halt irgendwelche Antworten haben und ist auch mal eine ganz gute Antwort gegen einen 100 Loyalty Oko oder sowas. Ja, Sideboard lässt uns auch wieder Giganta spielen. Ihr seht halt, alles kostet maximal eins von einem Mana-Symbol. Das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne, ausgewogene Midrange-Liste mit sehr vielen powervollen Karten. Ich werde jetzt mal auf die Ladder gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Timeless-Video Sultai Midrange. Wenn ihr die Deckliste selber austesten wollt, findet ihr natürlich einen Link zur Deckliste unten in der Videobeschreibung. Ja, das sieht auf jeden Fall auch nach einer Hand aus. Ich würde mich nicht über ein Fetchland ärgern. Ne? Also mit Brainstorm auf der Hand will man natürlich Fetchländer haben, auch mit Deathrite Shaman zusammen. Aber wir haben erstmal Antworten. Wir haben einen Bowmaster, falls unser Gegner irgendwie eskalieren sollte. Ich bin nicht also sagen wir so, man fühlt sich so ein bisschen wohlig umarmt, wenn man so ein Sultai Midrange Deck spielt, weil man irgendwie Antworten auf alles hat. Ja, mal gucken, was Gollum so zu bieten hat. Spielt Giganta als Companion. Könnte ein Fatal Push sein. Ich würde trotzdem mal den Deathrite Shaman reinlaufen lassen. Ah, wenn. Kann doch ein Brainstorm sein, einfach nur. Ah, ist ein Stern Scolding. Okay, interessant. Ah, dann ist das Stern Scolding halt weg für den Bowmaster. Ah, okay, sehr gut. Immerhin. Main Phase gebrainstormt. Damit man nicht gegen den Bowmaster verliert. Sehr schlau. Vielleicht sucht man auch einfach ein zweites Land. Auch das ist gut möglich. Also, so viele Länder spielen die Decks im Timeless ja nicht. Wooded Foothills. Interesting. Ich werde hier mal sowas legen und dann einfach Go sagen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen Bowmaster aufs Battlefield legen, weil der Gegner gerade ausgetappt ist. Muss man immer darauf achten, dieses Timing. Es gibt halt einen Moment, wo der Gegner keinen Mana hat. Ich könnte jetzt hier Brainstorm spielen. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, hier Bowmaster zu spielen. Eigentlich brauche ich es auch nicht. Ich kann auch einfach End of Turn von ihm Brainstorm spielen und sollte er dann einen Bowmaster reinflashen, habe ich ja Fatal Push für den Bowmaster, sodass mir tatsächlich Brainstorm-wise auch nicht viel passieren kann. Demonic. Das ist zu crazy. Demonic ist zu crazy, I'm sorry. Oh, Fetchland, das ist gut. Das will er jetzt, glaube ich, nicht machen, oder? Ich werd mal brainstormen. Ich brauche jetzt ein Land. Ah, sonst bin ich einfach zu weit behind. Delighted Halfling, ich glaube, deine Zeit ist abgelaufen. Und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, wie es mit Fatal Push aussieht. Ich glaube, deine Zeit ist auch abgelaufen. Länder will ich auf jeden Fall. Ah, Länder sind extrem gut gerade. Jetzt so der Punkt. Ich passe einfach erstmal. Okay. Ja. Der Resolve, denke ich.
Macht aber nichts. Okay, ich werde jetzt mal fetchen. Gucken, ob unser Gegner jetzt das Window nutzt, um irgendwas zu tun. Der macht er auch nicht. Ich spiele mal Overgrown Tomb tapped sogar. Ich werde hier Bowmaster nicht reinlaufen lassen. Und habe eine Bauble. Okay. Dann spielen wir die mal aus. Und jetzt habe ich zwei Bowmaster offen. Ich werde unseren Gegner mal... Ich werde mal bei unserem Gegner schauen, was er so hat. Was er so nachzieht. Wahrscheinlich wird er fetchen. Fatal Push sehe ich eigentlich nicht so gerne. Ja, das ist okay. Jetzt wäre zum Beispiel wieder die Möglichkeit, mal so einen Bowmaster reinzulegen. Aber mache ich nicht. Boah, vielleicht wäre es sogar gut gewesen. Ah, ich weiß es immer. Da bin ich noch so ein bisschen... Da spiele ich auch lieber Phoenix. Weil ich einfach bei Phoenix weiß, was ich machen muss. Bei den Bowmasters weiß ich nie, wann ich die reinäumeln soll. Oh, Memory Lapse. Das war ein guter Draw. Das hilft ein bisschen. Jetzt kann ich End of Turn vielleicht mal sogar einen Bowmaster mal so rein pfeffern. Oko, Thief of Crowns. Würde ich mal Memory Lapsen, glaube ich. Wenn das okay ist. Der ist ein bisschen zu strong. Oko ist mir persönlich ein klein bisschen zu strong. Okay, ja. Ich glaube, also seine oberste Karte muss er sich nicht angucken. Ich spiele jetzt einfach Bowmaster. Wäre jetzt in der letzten Handkarte auch Bowmaster, aber dann... Das wäre halt jetzt ganz gut, weil jetzt müsste er dann fetchen dafür. Und dann wäre... Er hätte wahrscheinlich in Response zum Memory Lapse fetchen sollen, damit er Oko nachzieht. Ja. Okay, ja gut. Ja, interessant auf jeden Fall. Okay, sehe ich alles ein. Land. Okay, er weiß es. Gut. Ich würde mal Brian stormen. Oh, schöne Hand. Land und ich glaube, Fatal Push kann weg. Ist egal wie, weil ich will beides weghaben. Ich werde mal fetchen auf dem Island und dann werde ich erstmal ein paar Karten ziehen. Also ich kann gar nicht auf dem Island fetchen. Okay, dann... So, und dann machen wir mal Tresor Cruise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dip, 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 dip. In die Gönnung gegangen. Schön Ancestor gerecalled. Ich glaube, Gegner hat gar keinen Bock. Oh, Doppel-Delighted Halfling ist natürlich ganz stark. Ganz weit vorne. Naja, immerhin besteht die Möglichkeit, dass mit so einem Delighted Halfling kann man Oko auch wegprügeln. Ich glaube, er ärgert sich super hart, dass die Polluted Deltas halt da sind. Und, ich hätte vielleicht noch einen zweiten Bowmaster reinflashen sollen in Response. Und der aber Oko braucht, um das Spiel zu gewinnen. Ah, war das ein Fehler? Kann ein Fehler gewesen sein. Will ich nicht ausschließen. Macht er erstmal ein Food. Okay. Noch ein Land, okay. Gegner flattet auf jeden Fall ein bisschen aus. Ich versuch's einfach mal. Hey, ein Bowmaster kommt selten alleine, sag ich immer. Boah, schwierig. Ich glaube, wir müssen Oko noch kaputt machen, weil Oko ja sonst auch einfach Steady Food generiert. Ganz ehrlich, ich glaube, ich versuche einfach Oko kaputt zu machen. Ist wild. Die 5 Damage nicht ins Gesicht zu geben, ist wild, aber... Okay. 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 Geht er auf C11, ja. 9. Fatal Push. Sehr gut. Aber dann nimmt Oko ja immerhin trotzdem 2. Und der Gegner hat keine Handkarten mehr. Das ist jetzt der Moment, wo man, glaube ich, Giganta auf die Hand nimmt. Oh Gott, ey. So. Ja. Ja, Sultan Midrange Mirror. Puh, Leute, die sind auch immer, die können auch immer ganz schön lange gehen. Wobei, unser Gegner geht jetzt schon hart runter in den Life Totals. Schon auf 7. Ich glaube, einen Fetchland sollte man sich immer behalten für einen Brainstorm. Komm, Treasure Cruise. Gönn dir. Gönn dir.
Ich muss irgendwie eine Antwort noch finden auf das Food, ja. Oh dear. Giganta, ja, okay. Gegner will halt auf gar keinen Fall Karten ziehen, glaube ich. Ich habe drei Bowmaster auf dem Battlefield. Also, noch nicht, aber gleich. Ja, genau. Also, das dritte Bowmaster, also ich meine, selbst der zweite sollte in der Regel der Kill sein. So, gegen Sultai Midrange. Ich bin ein Fan von Veil of Summer. Ich bin ein Fan von Chirudel's Edict, weil man sonst einen Oko schlecht los wird. Da könnte man auch Pithing Needle reinboarden, aber ich spiele ja selber Oko. Das macht es ein bisschen schlechter. Thoughtseize bin ich kein Fan von. Die ganze Hand Disruption ist nicht so meins. Und Delighted Halfling brauchen wir, glaube ich, nicht. Delighted Halfling ist so eine Karte, die accelerated uns, aber im Prinzip in nicht wirklich was rein. Und die ist halt einfach ein schlechtes Top-Deck. Ja? Wenn es immer so ein bisschen gegrindet wird, Midrange-mäßig, dann willst du halt nicht irgendwann so eine super Low-Impact-Karte wie Delighted Halfling ziehen. Das ist ähnlich wie Thoughtseize. Wenn keiner mehr Handkarten hat, ist Thoughtseize halt auch eine schlechte Karte. Und ein bisschen mehr Wumms da reinbringen, schadet auf jeden Fall nicht. Denke ich persönlich. Okay, Benno. Game 2. Ja, das Format ist schon cool, ey. Ist halt nur sehr teuer. So, wir haben Stern's Go. Oh, wir haben eine gute Hand. Ja. Und der Gegner kann nicht mit Turn 1 Ragavan anfangen. Ah, not bad. Ah, gute Line. Das sollte ich vielleicht sogar auch machen. Oh, direkt die Bowmaster geht, ey. Nein, mach doch. Oh, er lässt aber die Lighted Halfling drin. Okay. Wobble, ja. Ich glaube, ich spiele Once Upon a Time, weil ich könnte auch einen Mana Dog ziehen. Oh, Deathrite Shaman. Ist Deathrite Shaman worth it? Absolut, oder? Ich denke schon. Deathrite Shaman ist einfach 7652 mal besser als die Lighted Halfling. Okay. Ich weiß nicht, ob er jetzt Main Phase Bowmaster spielt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay, Fetch. Ja, das ist gut. Das ist gut für uns. Ich habe hier auch so ein Fetch Orlando und sag auch mal Go, denke ich. Ja. Es kann gut passieren, dass einfach nichts passiert. Also, ja, dass man sich die ersten. Ne, normalerweise würde man denken, oh, so ein powerfules Format, da passiert in den ersten Runden halt unendlich viel. Es kann durchaus passieren, dass das einfach nicht passiert. Dass man einfach immer so ein bisschen erstmal abwartend ist. Da wird sich schon mal geschockt. Okay, go. Colorless Mana und ein schwarzes Mana. Oh. Autumn's Veil. Das könnte natürlich Autumn's Veil sein, ne? Na gut, ich werde es trotzdem machen. Und dann würde ich Autumn's Veil Memory Lapsen, glaube ich. Ja. Ah, ne, durfte ich einfach. Okay, ja, das ist ja noch besser. Ja, einfach so Bowmaster nach Hause geschickt, ist ja nicht verkehrt. Gegner will wahrscheinlich Oko spielen. Wobble, okay, ja. Gut, dass wir die Antwort haben mit Chiodreds Edict. Das ist egal, ich habe noch ein Fetchland da. Das ist im Prinzip relativ valueless. Auch ziemlich safe, einfach das Fetchland cracken werde. Watery Grave tappt, glaube ich, weil das Wooded Foothills kann mir einen Breeding Pool raussuchen. Bowmasters. Dann würde ich sagen, ich hatte kurz überlegt, ob ich Demonic spiele diese Runde. Aber Bowmaster mit Memory Lapse sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Okay, Gegner, what? Wahrscheinlich denkt er einfach, dass der Deathrite Shaman so viel mehr Value macht als sein Delighted Halfling. Ah, deshalb habe ich den auch rausgebordet. Oh, Kamera ist unscharf. Sorry. Deshalb habe ich den auch rausgebordet. So, gucken wir mal, wie das nächste Game aussieht. Ah, ich denke, das kann man halten.
Orkish Bomb Masters. Das wäre einfach eine gute Magic-Karte. Nein, nicht Thought Season. Nee. Nee, ich versteck den schon mal. Aber man sieht den Schatten noch, ne? Hier sieht man den Schatten noch. Inquisition of Kozilek. Ja, gut, die Bowmasters sind gone, leider. Oh, Turn 1 Deathrite dafür ist natürlich hervorragend. Ich werde mal die Bobel spielen. Gucken, was unser Gegner noch so macht. Hive of the Item. Mono Black? Okay, reicht jetzt mit die Lands. Das sieht so aus, als würde ich Turn 2 Giganta auf die Hand nehmen. Da. Hallo? Wow! Turn 2 einfach den Ring geschlemmert. Oh, das ist eine Möglichkeit. Turn 2 Ring ist not bad. Der Bowmaster wäre sehr gut gegen den Ring, deshalb kann ich verstehen, nochmal mehr verstehen, warum der Gegner den Ring genommen, den Bowmaster genommen hat. Ja. Once upon a time. Oh, das ist Perfection, ey. Genau, richtig. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Breeding Pool. Auf geht's. War eigentlich schlecht von mir. Genau, der Attack übrigens auch. Das stimmt. Naja, wenn man was nicht machen sollte, dann ist es, glaube ich, in die Protection vom Ring reinlaufen. Ja, ist schon wieder so lange her. War im Zug vorher, habe ich nicht mehr dran gedacht. Mono Black the Ring, ey. Geil. Mono Black the Ring. Demonic. I don't know, man. Okay, neuer Gameplan. Mit Once Upon a Time jetzt Orcish Bowmaster hitten in Response zur Aktivierung. Nein, mach das nicht. Little Push, Alter, was soll diese? Gib mir grünes Mana, okay. Ja, ich meine, jetzt war es forciert. Jetzt weiß unser Gegner, dass die Bowmaster existieren. Ja. Ah, dann noch ein Fatal Push. Okay. Sogar damit einen Bockish Bowmaster gezogen. Ey, Alter, meine Hand ist so trash. Ja, ich glaube, gegen Turn 2 Ring. Ey, bin ich mir nicht sicher, ob ich das gewinne. Da müsste ich jetzt nochmal einen Bowmaster hitten. Ja, jetzt kommt noch Demonic Tutor. Das sieht nicht gut aus. Turn 2, The One Ring. Es ging aber schnell. Die Auswahl war auf jeden Fall schnell gefunden. Okay. Ah, ich gehe mal rein, ne? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der Gegner blockt oder jumpt. Ja. Gameplan ist einfach zu verhindern, dass der. Also, ich hoffe, dass ich verhindern kann, dass ein neuer Ring gelegt wird und dass er einfach an seiner. Ah! Kann ich nicht. Ja, Memory Lapse ich dir. Ah, ich denke, Spell Pierce ist eine gute Karte gegen das Deck. Naja, jetzt kommt der nächste Ring. Ach, Shield, oh. Okay. Ah, ja. Ja, auf geht's. Naja, sicher. Naja, ja, suddenly ist der Gegner wieder. Ist eine gute Combo übrigens. Dark Ritual, zack, rausgetrallert. Dark Ritual Thoughtseize, interesting. Okay. Geht auf 16 zurück. Ich brauche nur Fatal Push. Ja, genau. Richtig, Gegner. Ja, aber ich brauche das. Also, hä? Okay. Ich jetzt. Es ist. Also, wenn der Gegner jetzt nochmal 10 Leben generiert hier. Okay. Veil of Summer sieht gut aus. Thoughtseize sieht gut aus. Wo sind meine Spell Pierces? What the hell? Pissing Needle gegen Ring vielleicht, ja. Das hilft gegen den Ring nicht so. Das hilft auch nicht so wirklich. Test of Talents.
Best of Talents auf Dark Ritual. Pff, wirkt jetzt auch nicht so richtig gut. Stern Scolding. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Der Gegner wird sicherlich. Der Gegner spielt Bowmaster, aber ich glaube, dafür sind einfach zu wenig Targets dann. Once Upon a Time wirkt ein bisschen slow. Delighted Halfling bin ich immer noch kein Fan von. Vielleicht sogar Once Upon a Time drin lassen und einen Delighted Halfling noch cutten. Ich meine, on the play ist ja ein Ticken besser. Die Mana-Beschleunigung on the play schadet definitiv nicht. Aber ich glaube, wenn ich eine Karte austauschen würde aus dem Deck, dann wäre es vermutlich als allererstes mal Delighted Halfling. Weil irgendwie gefällt der mir nicht so richtig. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber irgendwie wirkt der so ein bisschen underpowered fürs Format. Was schon eine krasse Aussage ist. Der ist eigentlich ziemlich gut. Okay, play first. Ja, das ist ein Keeper. Ist sogar eine ganz gute Hand, ehrlich gesagt. Das ist Turn 2 Oko. If I can. No thoughtsies, bruh. Turn 2 Oko. Nein. Mama fällt. Ja, ne. Ach komm, was ist das denn jetzt schon wieder? Warum noch immer? Warum noch immer Dark Ritual? Junge, immer Dark Ritual, Alter. Was los? Oh. Okay. Ja, sieht nicht gut aus. Fatal Push. Interesting. Deathrite Shaman? Und noch ein Thoughtseize oder Fatal Push auf. Junge, Alter, was geht? Was ist das für eine Line, Alter? Was macht der hier? Er sagt so: Turn 1 spiele ich mal 4 Spells, die alle unendlichen Impact haben. Ja, ich glaube, ich spiele als allererstes mal Brainstorm, weil Oko brauche ich ja jetzt wirklich nicht mehr. Das heißt, Oko kann weg. Ja, Länder brauche ich weiterhin. Fetch ich als allererstes mal. Auf irgendwie sowas wie Overgrown Tomb und dann spielen wir mal Thoughtseize und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt alles, was schlimm ist, noch wegnehmen kann. Noch ein Deathrite Shaman. Okay. Der Gegner hat auch nichts mehr. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich Uro nicht spielen kann. Oh, wow, kann ich. Holy shit, Alter. Absolut insaner Draw. Ja, wenn er mir was exilt, ist halt leider so. Kann ich nicht ändern. Aber ich hoffe, ich komme eher auf 6 Karten in den Graveyard, als dass der Gegner das Hive nutzen kann. Seju. Ah, Seju of Pithing Needle. Will ich das vielleicht sogar nicht ausspielen? Aber der Gegner braucht Länder, ne? Na, ich glaube, ich spiele es nochmal aus. Weil ich habe jetzt gerade keinen Oko. Das wäre halt eine Antwort. Wenn ich jetzt Oko noch hätte, um Oko wieder zu spielen, wäre es natürlich nicht schlecht. Alter, wieder der Ring oder was? Ach so, nee. Oh mein Gott, ey. Natürlich hat er das zweite Dark Ritual. Es ist einfach so schlau von ihm. Dämonik, ja, geil. Ja, das ist natürlich ein bisschen unsexy. Aber womit gewinnen wir denn jetzt noch das Spiel? Oko geht nicht. Mit Bowmasters wahrscheinlich, ne? Aber ehrlich gesagt, glaube ich, nehme ich Giganta auf die Hand. Um einfach gleich mal ein bisschen prügeln zu können. Ich meine, der Gegner hat sehr viele Ressourcen verschwendet. Mit seinen Dark Ritual. Ich meine, die Dark Ritual Plays waren sehr angebracht jetzt an der Stelle, ohne Frage. Okay, da ist der nächste Oko. So, jetzt haben wir hier einen Elch. Und du so? Der ist zumindest nicht Fatal Pushbar. Ja, gucken wir mal. Ah, grün noch dabei. Okay. Okay, wenn der Gegner halt einfach so zieht, dann bist du halt einfach. Manchmal bist du der Hund und manchmal bist du der Baum, ne? Das ist so, das scheint so der Plan zu sein. Pass auf, bevor jetzt hier irgendwas anbrennt. Gönne ich mir erstmal eine Ancestor Recall Geschichte. So.
Bobbel. Mal gucken, bei dir eingebobbelt. Polluted Delta, fair. Hier Sonnengerät gezündet. Und mal Lilly abgeschossen. Bevor es jetzt hier noch weiter schrecklich wird. So, okay, alles klar. Dann Go gesagt. Karte gezogen. Gegner zieht Polluted Delta. Wir ziehen Mishras Bobel. Gegner. Es ist jetzt gar nicht so ein leichter Spot. Entweder man aktiviert Castle Locktwain oder man aktiviert Hive of the Eye Tyrant. Gegner entscheidet sich für die konservative Route. Natürlich gut für uns. Für mehr Damagios. Ich werde ja auch Brainstormen. Wenn der Gegner jetzt Bowmaster getopdeckt hat, raste ich halt aus. ja, ich glaube, Oko ist es immer noch nicht, leider. Ich werde Oko so oder so ziehen, ne? Ja. Gucken wir mal, was sein nächster Draw sein wird. Auch das bringt nicht so wirklich viel, weil unser Gegner offensichtlich shuffeln wird, aber. Ja, das ist fein. Dann kann ich theoretisch auch jetzt schon Bowmastern, weil ich mir auf gar keinen Fall die Bowmaster wegnehmen lasse. Und so mache ich immerhin ein Damage mehr wegen des Ummaßens. Der Gegner ist auf 6. Yay, Oko. Bautzis, ja. Ich meine, wahrscheinlich concedet man jetzt, aber man nimmt noch einmal die Informationen mit über mein Deck. Fatal Push. Ja, einfach für, um zu blocken, um mit Hive zu blocken. Macht Sinn. Dann würde ich sagen, Treasure Cruise ich einfach nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht ziehen wir noch einen Fatal Push. Okay, dann gehen wir einfach rein. Dann wird Hive activated und dann wird Hive gefatal pushed. Und dann haben wir noch ein Game 3 mit Sultai mit Orange. Ah, warte mal, der Gegner muss. Ne, der Gegner muss einmal fetchen dafür. Okay. Pithing Needle. Ändert Pithing Needle irgendwas? On the draw ist, glaube ich, Stern's Golding wieder ganz okay. Ich nehme mal den Halfling komplett raus. Thoughtseize finde ich weiterhin gut gegen dieses Dark Ritual Deck. Pithing Needle selber und gegen Ring, gegen Liliana ist ganz fein. Ich würde schon irgendwie. Weiß nicht, ob ich noch einen Boseijo reinbringen will gegen Pithing Needle. Einen spielen wir ja. Moment, ne, ich wollte nicht die Demonic Tutor rausnehmen, ich will den rausnehmen. Ja, okay. Okay. Gucken. Auf jeden Fall interessant. Das kann man sagen. Interessant ist es. So, Hyperborea. Game Nummer 3. Sultai Midrange gegen Mono Black Control, würde ich schätzen. Ja, Mono Black Dark Ritual. Tralala. Gegner ist sich noch nicht so schlüssig, ob er anfangen möchte. Ich an seiner Stelle würde ihm empfehlen, anzufangen. Aber hey. Who am I? Gibt das. Wir haben immerhin eine Antwort auf die Mana-Beschleunigung Turn 1 und ich habe einen Brainstorm für Dinge. Ein Thoughtseize Turn 1 wird mich hier moderat nerven. Ach, jetzt macht er. Ihr macht das einfach jedes Mal. Ist das gut, though? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich ist das ganz gut. Guck mal, was du nachziehst. Shield Ready, ja. Ich gehe mal davon aus, dass unser Gegner jetzt Dark Ritual Shield Red machen wird. Was nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt, weil wir haben. Nee, macht er nicht. Deathrite Shaman, okay, ja gut. Deathrite Shaman ist handelbar. Also, ich habe nur ein Problem.
Ja, ich krieg Liliana nicht vor ihrem Turn 1 Liliana. Boah, das ist auch so ein dummes Play, Eine gute Alter. So Chance ein hier. dummes Play. Kotzen könnte ich. Ist das ein dummes Play? You get an emblem. Okay, ja gut dann. Thoughtseize. Nö. Oh, Bowmasters. Okay, die helfen ein bisschen. Humility is for the weak. Gegner geht auf jeden Fall schon mal auf unendlich viel. Oh, das war auch ein guter Draw. So, ich muss nur gucken, wie ich es jetzt schaffe, weil der Gegner findet ein Land. Ja, natürlich. Wie ich es jetzt schaffe, die Shear Red zu besiegen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Shear Red und Liliana. Liliana steht jetzt vorm Ultimate. Your day is mine to ruin. Ja, okay, ich ziehe mal eine Karte. Bowmaster und Bowmaster. Okay. Bowmaster, Fatal Push. Da geht doch irgendwas. Okay, da geht auf jeden Fall irgendwas. Ich mache einfach Bowmaster. Hab ich. Da hat irgendjemand. Der hat Landing Graveyard. Ich mache einfach Bowmaster. Damage hier drauf. Ich dann 1-1er. Das funktioniert nicht, ne? Funktioniert das? Deals one damage to any target, then a mass one. Das heißt, der stirbt einfach nicht, wenn ich den jetzt an selber antargete, ne? Muss ich jetzt meinen Bowmaster killen? Oder ich kill meinen Deathrite. Okay, ich kill meinen Deathrite, das ist vielleicht besser. Ich glaube, es geht nicht anders. Ja, richtig geil. Richtig geil jetzt. So, macht halt voll Bock jetzt. So. Aber ich meine, wir kriegen immerhin. Ja, das ist ganz gut für uns. Wir kriegen immerhin Liliana klein gerupft und ich kann Uro wiederholen. 1, 4, 5. Oh, Liliana wird so langsam. Okay, boah, ey, anstrengende Games, Leute. Anstrengende Games. Deathrite Shaman, ja, der macht's nicht mehr. Ja, der macht's nicht mehr. Der zweite Bowmaster, ja, der ist leider. Das ist dafür. Die Liliana war ziemlich crazy, Alter. Die Lilly war ziemlich crazy. Ozis ist fein, ja. Nimmst du halt Oko? Würde ich mal denken. Ich glaube, wir fangen mit Brian Storm an. Brian Storm, Memory Lapse, okay. So, und dann habe ich jetzt noch 5 Karten. Okay, das ist aber egal. Nee, warte mal. Man sieht wie folgt. Oko greift einfach dein Gesicht an, glaube ich. Oko greift einfach dein Gesicht an. So, das legen wir aufs Battlefield. Ja, genau. Und dann kann er nämlich. Was soll er machen? Also er kann halt hier jumpen, dann bleibt überlebt Liliana. Oder er nimmt halt 6 Damage extra. Also, naja, das waren, glaube ich, ganz gute Showing. Ihr hört es, ich muss zum Postfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.